Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das erste richtige Video nach der Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter, nämlich der Geburtsbericht. Ihr habt mich auf Instagram ja ziemlich häufig gefragt und oft gefragt, wann der denn endlich online kommt. Und jetzt habe ich gerade Zeit, den zu drehen. Die kleine Maus liegt nämlich hier im Stubenwagen. Ist zwar wach, aber ist gerade ruhig. Ich bin mal gespannt, wie lang. Vielleicht müssen wir sie gleich hier auf den Arm holen. Aber eigentlich frisch gestillt und alles gut. Aber heute gibt's oder jetzt gibt's für euch natürlich einmal den Geburtsbericht von unserer unfassbar traumhaften Geburt. Ich hoffe, dass mit dem Licht stimmt. Wir haben mal wieder Sonnenschein und ich dachte mir, ja, bevor ich jetzt die Softboxen wieder aufstelle, lassen wir einfach mal die Sonne rein. Ihr seht es, glaube ich, hier. Ja, sie scheint kräftig und wir wollen auch gleich nochmal spazieren gehen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei unserem Geburtsbericht. Ja, wie gesagt, hoffe ich, das passt hier alles mit dem Hintergrund. Ich habe jetzt einfach ganz schnell die Kamera aufgestellt, weil ich wirklich die Zeit nutzen wollte. Der ganze Himmel vom Stubenwagen wackelt. Ich weiß nicht, was die Kleine da gerade macht, aber gut. Sie ist ruhig. Also, legen wir los. Ja, ich habe mir so ein paar Notizen auf dem Handy gemacht. Aber eigentlich ist so wenig passiert, dass ich das eigentlich alles im Kopf habe. Aber falls ich irgendwas vergesse, schaue ich mal schnell aufs Handy. Ja, also geboren ist unsere kleine Maus am 12.03.2019. Und angefangen hat das Ganze am 11.03. Das war der Montag. Da waren wir noch in der 38. Woche. Also 37 plus 6 waren wir dort. Genau, ich nehme diesen Tag einfach mal mit rein, weil ich in der Nacht schon dachte, okay, das geht los. Ich hatte nämlich von Sonntag auf Montag abends so starke Wehen, beziehungsweise ein, zwei starke Wehen, wo ich wirklich dachte, okay. Okay, das geht auf jeden Fall diese Nacht los, dachte ich mir. Und dann habe ich zu den Wehen noch richtig krasse Oberschenkelschmerzen bekommen. Also meine Oberschenkel haben richtig gebrannt. Es hat richtig, richtig, richtig weh getan. Also als hätte mir jemand gerade meine Oberschenkelknochen gebrochen. Und ich war total verunsichert, habe gedacht, okay, hat das jetzt irgendwas zu bedeuten, wehen und dann noch diese Oberschenkelschmerzen. Und habe das natürlich direkt gegoogelt. Und es war oder ist wohl wirklich ein Zeichen, oder hat, also man kann während den Wehen auch Oberschenkelschmerzen haben. Und ja, gut, ich bin dann einfach auf Toilette nochmal, weil ich einfach noch ein bisschen gehen wollte. Und dann sind wir aber auch einfach ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen war dementsprechend gar nichts. Also es ist nichts passiert und es war eigentlich alles wie immer. Und dementsprechend habe ich es auch nicht mehr für voll genommen. Ja, dann war es ja der Dienstag, da waren wir dann in der 39. Schwangerschaftswoche, 38 plus 0. Und ja, ich habe einfach den Tag ganz normal wie immer verbracht. War dann noch nachmittags einkaufen um 15 Uhr, so gegen 15 Uhr. Mir ging es auch richtig, richtig gut. Also ich habe alles gemacht, so wie immer. Und dann war ich einkaufen, wie gesagt. Um 16 Uhr war ich ungefähr wieder zu Hause. Ja, dann haben wir gegessen. Und um 17 Uhr habe ich mich ungefähr nochmal hingelegt zum Schlafen. Ich weiß nicht, ob mein Körper das mit Absicht gemacht hat, weil er sich dachte, okay, hier entspann dich nochmal kurz. Da kommt gleich was. Aber ich hatte einfach das Gefühl, okay, Felix kommt her von der Arbeit, legt sich einfach nochmal eine halbe Stunde hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich eine halbe Stunde hingelegt. Und beziehungsweise eine Stunde habe ich mich sogar, glaube ich, hingelegt, weil um kurz vor 18 Uhr wurde ich wach. Und musste dann einfach auf Toilette. Bin auf Toilette gegangen und es war wirklich alles super. Ich hatte absolut überhaupt keine Anzeichen, dass ich jetzt so denke, okay, die Geburt geht jetzt los oder so. Es war wirklich alles wie immer. Ich bin auf Toilette gegangen, bin wieder in mein Bett gegangen, habe kurz aufs Handy geguckt, was so passiert ist in der Zeit, wo ich geschlafen habe und wollte dann eigentlich weiter schlafen. Und dann mache ich auch schon so die Augen zu, lege mich hin, lag im Bett und 2 Minuten später macht es platsch. Und ich dachte nur, Scheiße, was war das? Erstmal, ja, einen Blasensprung hört man, unfassbar, aber ja, das war echt laut. Und mein ganzes Bett war nass.
Und es lief immer weiter, es lief immer mehr Fruchtwasser raus. Und ich lag da nur und dachte, Scheiße, das war meine Fruchtblase. Und habe dann einfach nur zum Telefon gegriffen und Felix angerufen. Der war nämlich auf Arbeit. Ja, eigentlich hatte er immer um 18 Uhr Feierabend. Er hatte aber ja so Mittelschicht und dementsprechend erst um 19 Uhr Feierabend. Und ich habe dann einfach versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen, weil eigentlich auf der Arbeit bekommst du ihn am Handy nicht erreicht, genau. Und er hat mir eigentlich die Nummer gegeben, wo ich anrufen soll von seiner Arbeit eben, wo er dann ausgerufen wird und dann eben Bescheid bekommt. Jetzt hat er aber die Abteilung gewechselt in der Zeit und wollte mir eigentlich an diesem Tag noch die neue Nummer geben. Das haben wir aber noch gar nicht geschafft. Also er wollte mir eigentlich am Abend dann die neue Nummer geben, wo ich anrufen muss. Hatte ich dementsprechend nicht und habe ihn angerufen auf seinem ganz normalen Handy. Zweimal, er ging nicht ran und ich so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Hab gegoogelt, ob ich irgendwie eine Nummer finde online von seiner Arbeit, wo ich anrufen kann. Ja, Mausi. Mama erzählt von dir, ne? Jo. Überdreh die Augen nicht so. Und dann hat er mir eine WhatsApp geschrieben. Und dann habe ich, also er hat mir geschrieben, was ist los? Und ich habe geschrieben, meine Blase ist, ich habe, oder meine Blase ist, meine Fruchtblase ist geplatzt. Genau, meine Fruchtblase ist geplatzt, habe ich einfach nur geschrieben. Und er so, Scheiße, ich bin unterwegs. Und dann habe ich gesagt, er soll sich entspannen, ich habe noch keine Wehen und er soll einfach ganz langsam fahren und alles ist gut. So, die auf Arbeit wussten natürlich alle Bescheid, also er konnte auch einfach direkt gehen und direkt nach Hause kommen. Und ist dann auch losgedüst. Dann hat er mich angerufen über Freisprechanlage im Auto. So, ich habe jetzt doch mal schnell die Softboxen aufgestellt, weil die Sonne dann doch ziemlich stört irgendwie. Und ich denke, so ist es besser. Genau, also, wo waren wir denn stehen geblieben? Felix ist also nach Hause gekommen und hat mich dann angerufen über Freisprechanlage. Und wir haben ungefähr 5 Minuten telefoniert. Dann, ja, haben wir einfach so telefoniert. Einfach so, okay, was ist los und so. Ich lag die ganze Zeit noch im Bett, habe mich nicht bewegt und es lief immer mehr Fruchtwasser. Also, ja, es lief immer so, die ganze Zeit lief es eigentlich. Und dann hat er noch in der Zeit, ja, mit seinen Arbeitskollegen telefoniert, die auch alle total auf heißen Kohlen saßen, wann es denn endlich losgeht. Und dann hat er die noch alle angerufen und er war auch einfach, ja, so unter Anspannung, hat er mir jetzt im Nachhinein erzählt, dass er einfach mit irgendjemandem reden musste. Und dementsprechend hat er einfach, ja, dann mit Arbeitskollegen telefoniert und kam dann eine halbe Stunde später hier an. Also 6:30 ungefähr, 18:30 Uhr, war er denn hier. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Wehen. Also es fing eigentlich schlagartig, 5 Minuten nach 6, also 18:05 Uhr, fing es schlagartig an, dass ich erst diese typischen Übungswehen hatte. Also die Wehen, die ich schon seit ein paar Wochen hatte. Also einfach so Übungswehen. Nicht schmerzhaft, aber man hat einfach gespürt, okay, der Bauch wird hart und das ist einfach so eine Wehe. Das hat man gespürt. Aber das war überhaupt nicht schmerzhaft. Und die kam auch relativ regelmäßig, also ich habe es dann mit einer App kontrolliert und das kam auch relativ regelmäßig, aber auch ja, zwar schnell hintereinander, also alle 3, 4 Minuten, aber halt überhaupt nicht schmerzhaft. Und ja, dann um 6:30 war er da, dann hat er erstmal unten alle scheu gemacht. Meine Eltern und so, die wussten nämlich alle von gar nichts. Also ich lag hier wirklich im Bett und habe mich nicht bewegt. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht bewegt, weil ich so Angst hatte. Ja, darf ich mich überhaupt bewegen? Die Frauenärztin hat zwar gesagt, dass sie die kleine Maus tief im Becken liegt und ich beim Blasensprung laufen darf, aber ich hatte so Angst und ja, wollte nicht aufstehen. Also ich wollte wirklich nicht aufstehen und lag dann wirklich, bis Felix kam, in meinem Bett. Und als er dann kam, ist natürlich erstmal hochgerannt hier zu mir und erstmal ganz erschrocken, so, oh mein Gott, was ist los? Und wir müssen los und hast du die Sachen alle gepackt? Und ich habe ihm dann einfach nur gesagt, was er packen muss. Meine Mutter kam dann gleichzeitig mit Handtüchern hoch und sonstigen Kram und dann ja, bin ich erstmal aufgestanden, habe mich umgezogen, weil meine komplette Hose war einfach, ich war einfach komplett nass, habe ich mich erstmal umgezogen, neue Jogginghose an.
und habe dann noch schnell Fotos gemacht von dieser komplett nassen Hose, weil ich es einfach ja so krass fand. Ich war wirklich, die Hose war fast komplett nass, also das war wirklich so unglaublich krass. Und die Frauenärztin hat wirklich nicht zu viel versprochen und hat sie hat nämlich gesagt, wenn da die Fruchtblase platzt, dann kommt da auf jeden Fall einiges. Und es war wirklich einiges. Also ich schätze so 5 Liter. So viel sah das auf jeden Fall aus. Und ja, dann habe ich mich, wie gesagt, umgezogen. Wir haben mein Bett einfach so gelassen. Also mein Bett wurde in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, sauber gemacht. Und dann haben wir einfach den Fußboden kurz gewischt, weil es lief ja die ganze Zeit. Also es lief einfach die ganze Zeit. Und dann, ja, hat Felix die Sachen ins Auto gebracht. Ich hatte hier ja meine Kliniktasche stehen. Das hat er dann mitgenommen ins Auto. Dann habe ich noch, ja, die Sachen, die noch fehlten, eingepackt. Beziehungsweise hat Felix das einfach alles erzählt, was noch fehlte. Und ja, dann sind wir um 19 Uhr, beziehungsweise fast 19 Uhr, ich glaube, es war 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr, sind wir dann losgefahren ins Krankenhaus. Und dann habe ich ja auch mitgevloggt für euch. Ich weiß nicht, ob der Vlog vorher online kommt oder später. Ich denke, dass er hier vorher, vor diesem Video online kommt. Ich habe den schon geschnitten und ich verlinke euch den dann mal hier oben. Und da, ja, waren wir dann im Auto und Felix musste noch tanken und ja, also es war einfach alles ganz verrückt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Wehen, die wirklich wehtaten. Also die hat man wirklich schon gespürt und ich musste dann im Auto auch wirklich aufhören zu sprechen und mich wirklich konzentrieren auf die Wehen. Noch nicht so wirklich veratmen, aber es tat schon weh und es wurde halt wirklich immer, immer schlimmer. Aber halt noch wirklich aushaltbar. Also wie gesagt, ich musste es nicht veratmen, ich musste nur, ja, das einfach so mit mir vereinbaren sozusagen. Ja, um 19:30 Uhr waren wir dann im Krankenhaus. Da habe ich ja auch noch für euch mitgefilmt. So skurril, also wirklich ganz, ganz komisch. Und dann waren die Wehen halt schon wirklich so, dass ich wirklich stehen bleiben musste auf dem Parkplatz und wirklich erstmal. Puh. Ich habe dann im Stehen habe ich immer meine Hände auf meine Knie gelegt und dann immer so wirklich schon veratmet. Also die Wehen wurden wirklich immer, immer stärker und ich hatte sie auch schon alle 1,5 Minuten. Also ich hatte schon relativ viele Wehen, auch auf der Autofahrt, immer 1,5 Minuten Abstände und auch immer 1 Minute lang Wehe. Also 1 Minute Wehe, 1,5 Minuten Abstand, 1 Minute Wehe. Und die wurden dann auch wirklich immer, immer stärker, sodass ich auf dem Parkplatz, wo wir im Krankenhaus angekommen sind, wirklich schon veratmen musste und wirklich stehen bleiben und erstmal Pause. Und das Dumme war, der Storchenparkplatz bei uns war belegt. Also wir haben bei uns im Krankenhaus ganz vorne, vor den Behindertenparkplätzen, ganz, ganz vorne, wirklich der allererste Parkplatz ist ein Storchenparkplatz, wo eben werdende Eltern parken dürfen. So, und der war belegt. Sehr, sehr doof. Eigentlich muss man den Platz direkt räumen. Man darf nur seine Frau kurz in den Kreißsaal abliefern und muss dann direkt räumen. Aber das Auto stand am nächsten Tag sogar noch da. Also das finde ich wirklich sehr, sehr frech. Und ich habe dann gesagt, okay, scheiß drauf. Fahr auf den ganz normalen Parkplatz. Mir ging es ja gut. Gesundheit, mein Schatz. Gesundheit. Ja. Du bist so eine. Eine Knutschkugel bist du. Die macht immer so viele Grimassen, ey. Ne? Ja. Ja, mir ging es einfach gut. Ich hatte, wie gesagt, diese Wehen, die halt wirklich stärker wurden. Aber ich habe gesagt, okay, fahr auf einen ganz normalen Parkplatz. Dann musst du gleich auch nicht mehr das Auto wegbringen. Sondern wir können da einfach stehen bleiben. Und wir sind dann auf den Mitarbeiterparkplatz gefahren. Weil da darf man, wenn man Kinder kriegt, umsonst parken. Man kriegt dann, wenn man rausfährt, das sind nämlich Schranken und so, wenn man rausfährt, kriegt man eine Karte dafür, dass man umsonst wieder rauskommt. Und damit der Besucherparkplatz eben nicht so voll steht, haben wir eben da auf dem Mitarbeiterparkplatz geparkt. Das wurde uns so erzählt, als wir dann da waren, um uns die Klinik anzuschauen. Und ja, wir sind dann einfach dahin. Felix. Oder haben geparkt. Felix hat sich die Sachen geschnappt, die beiden Taschen, und dann sind wir losgetigert. Ja, natürlich, wenn Wehen waren, habe ich Pause gemacht und währenddessen ja noch gevloggt und so, ihr wisst. Und dann, ja, sind wir halt hochgegangen
auf der Treppe zum Kreißsaal musste ich halt wirklich auch nochmal stehen bleiben und wirklich erstmal huh. Und dann ja, sind wir oben im Kreißsaal angekommen. Und wir haben ja vorher schon, Felix hat im Auto, als wir zum Krankenhaus gefahren sind, in der Klinik angerufen und uns angemeldet sozusagen. Und die wussten dann auch schon Bescheid, dass wir kommen. Dann sind wir direkt im Kreißsaal und haben erstmal so eine Erstbesprechung gemacht. Also ja, Blase ist gesprungen um 18 Uhr und ich habe Wehen alle 1,5 Minuten und sind schon relativ stark. Und ja, halt so eine Erstbesprechung. Dann hat sie erstmal gesagt, okay, legt ihr erstmal die Sachen ab. Wir machen jetzt erstmal ein CTG und eine vaginale Untersuchung. So, vaginale Untersuchung hat gezeigt, um 7:45 war die vaginale Untersuchung, hat gezeigt um 7:45 3 cm. So, und dann hat Felix schon gesagt, so, wow, das ist ja schon voll viel. Und ich so, nein, das ist noch gar nicht viel. Hey, Mausi. So, ich stelle die kleine Maus mal nebenbei, mal gucken. Irgendwie will sie nicht so ganz, aber wir sehen mal. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Genau, also um 7:45 vaginale Untersuchung 3 cm. Wir haben davor eine halbe Stunde CTG geschrieben, genau. Also von 7:30 bis 8 haben wir CTG geschrieben. Und da hat man schon deutliche Wehen gesehen. Und die Wehen wurden bei mir halt auch wirklich immer stärker. Und auf dem CTG haben die ungefähr ausgeschlagen bei 100, glaube ich schon. Und ja, da habe ich die Hebamme schon gefragt, ist das denn schon viel? Also 100? Und dann hat sie gesagt, ja, das CTG sagt das nicht aus. Und bei jedem ist es sozusagen anders. Aber wir hatten auf jeden Fall schon alle regelmäßige, wir hatten schon regelmäßige Wehen. Auch alle 1,5 Minuten wieder. Und genau, um 7:45 dann, wie gesagt, 3 cm Muttermund. Und sonst hat sie auch gesagt, sieht alles gut aus. Und die Kleine kommt dann auf jeden Fall am 13., meinte sie. So, und dann haben wir auch gedacht, okay, gut, wir werden jetzt einfach hier die Nacht verweilen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, die kommt bestimmt so 3, 4 Uhr nachts. Und Felix auch, ja, morgen früh kommt sie bestimmt irgendwann. Und dann, ja, hat die Hebamme gesagt, ja, wir können gerne noch ein bisschen rumlaufen und ja, die Zeit sozusagen vertreiben. Und Felix hat dann auch gesagt, er holt sich nochmal einen Kaffee unten aus der Cafeteria. Und ich habe auch gedacht, ja, ein bisschen spazieren gehen, frische Luft tut bestimmt ganz gut. Und dann, ja, habe ich mich angezogen soweit. Also ich war ja angezogen. Ich hatte Jogginghose, Pullover an, habe dann aber meine Schuhe wieder angezogen. Und dann sind wir auch los. Und sie meinte dann, ja, wir sollen so in einer Stunde spätestens wieder da sein. Und dann wird nochmal geschaut. Ja, dann waren wir, wie gesagt, spazieren. Es war schon echt heftig. Also die Wehen waren schon heftig, sodass ich wirklich jedes Mal bei einer Wehe stehen bleiben musste. Es war auch ein dermaßener Druck nach unten. Also als würde wirklich jemand von unten mich die ganze Zeit so richtig runterziehen. Also meine Beine wurden richtig schwer. Und ja, es drückte einfach so richtig nach unten. Ja, dann sind wir, wie gesagt, spazieren gegangen. Wehen waren schon relativ heftig. Und ich bin dann draußen einmal auf und ab gegangen. Und dann hab ich auch gesagt, okay, es ist zu kalt. Also, weil es war ja abends und wir hatten, glaube ich, auch nur 3-4 Grad. Und im Pullover war es dann doch schon ziemlich kalt. Felix war nur ein T-Shirt, weil er ja seine Arbeitsklamotten noch anhatte. Also, ja, habe ich dann gesagt, okay, wir gehen wieder rein. Und sind dann drinnen den Kaffee holen gegangen. Und da hatte ich die erste Wehe, also als Felix dann am Kaffeeautomaten stand, hatte ich die erste Wehe, wo ich wirklich dachte, scheiße, wo soll das noch hinführen? Ich habe mich auf den Boden gesetzt oder ja gestellt, in allen, also im Vierfüßlerstand lag ich da auf dem Boden und mir war das so egal, was alle Leute von mir dachten. Also das Krankenhaus war ja für die Zeit schon relativ voll, aber ich stand da im Vierfüßler und habe einfach, ja, die Wehen veratmet oder die Wehe veratmet und es hat sich so angefühlt, als würde sie niemals enden. Es war einfach so schrecklich. Diese Wehe war so stark. Ja, da sind wir weitergegangen. Felix hat seinen Kaffee getrunken und wir sind dann einmal komplett nach hinten ins Krankenhaus, also durchs Krankenhaus einmal so gegangen, weil hinten war so eine Sitzecke und dann dachte ich mir, können wir uns da vielleicht ein bisschen hinsetzen. Falsch gedacht. Wir sind da hingegangen zur Sitzecke. Auf dem Weg 2 Wehen. Richtig heftig, so wie die am Kaffeeautomat. Und dann auch bei der Sitzfläche sozusagen, bei der Sitzecke, es war so eine, ja, so eine Art Couch, so ein Sofa,
ja, musste ich mich dann wirklich auf das Sofa abstützen und mich wirklich. Das war, die Wehen waren wirklich so heftig. Also ich habe das, nie hatte ich solche Schmerzen. Wirklich nie habe ich sowas gespürt. Und ja, habe dann die Wehe veratmet, habe immer dabei mein Becken gekreist. Das hat wirklich Unmengen geholfen und es war wirklich so gut. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, ich muss wieder hoch. Wir müssen wieder hoch in den Kreissaal. Weil ich auch schon einen dermaßigen Druck nach unten hatte. Also ich dachte wirklich, das Kind kommt gleich. Ich dachte wirklich, verdammt, das Kind kommt gleich hier auf dem Flur. Und dann hat Felix auch gesagt, okay, wir gehen wieder hoch. Und dann habe ich auf dem Weg, habe ich zu Felix gesagt, scheiße, ich glaube, ich brauche Schmerzmittel. Ich halte das so nicht mehr aus. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich will nicht so eine Memme sein, ich möchte nicht so eine Heulsuse sein. Ich muss jetzt ein Kind bekommen und ich kann auch jetzt nicht schon nach Schmerzmitteln betteln. Ja, also ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine richtige Heulsuse. Also ich war wirklich so innerlich zerstört, weil ich einfach so, ja, schockiert von mir selber war, dass ich das einfach nicht hinbekomme und jetzt schon Schmerzmittel wollte. Ja, es war dann ungefähr 8:45, also 21 Uhr, als wir dann wieder im Kreißsaal waren. Und dann habe ich, als ich, wir haben geklingelt und dann haben die Tür aufgemacht und habe ich gesagt, wäre es komisch, wenn ich jetzt schon Schmerzmittel bräuchte. Und dann hat die Hebamme gesagt, wenn du das brauchst, dann brauchst du das, aber ich kann dir auch schon mal die Wanne fertig machen. Das ist ja spannend für dich und in deiner Akte steht, du hättest gerne Wassergeburt und dann können wir die Wanne schon mal vorbereiten. Es wird zwar keine Wassergeburt dann, weil alle immer noch auf dem Stand waren, die Kleine kommt erst am 13. Aber du kannst es einfach zur Entspannung nutzen. Habe ich gesagt, ja, können wir auch machen. Ja, sie hat dann die Wanne angemacht, vorbereitet und hat dann gesagt, als sie wiederkam, wir schauen nochmal nach dem Muttermund. In der Zeit hatte ich wirklich so schlimme Wehen und ich habe einfach nur noch nach Schmerzmittel geflennt. Ich habe immer zu mir zu viel gesagt, ich brauche was, ich brauche was. Und dann hat sie auch gesagt, okay, ich kann dir was geben. Und Zugang hatten wir übrigens auch schon. Also ich hatte hier im Arm Zugang, den haben wir direkt am Anfang gelegt. Und ja, sie hat dann alles fertig gemacht, also so ein Tropf mit Kochsalzlösung, wo sie einfach so ein bisschen was reingemacht hat. Und dann hat sie da gedauert, ungefähr so eine Viertelstunde, bis das überhaupt wirkt. Und ich hatte aber, habe mich dann schon aufs Bett gelegt und auch schon meinen Pullover ausgezogen, weil mir war unglaublich warm. Und hatte nur noch mein T-Shirt an, meine Hose. Und sie hat dann, ja, Felix saß immer rechts bei mir. Und ich habe einfach nur noch seitlich gelegen, mit CTG schon wieder, weil sie dann nochmal CTG schreiben wollte. Und habe einfach nur noch Felix Hand gegriffen bei jeder Wehe. Und er hat dann immer gesagt, oh Scheiße, mein Daumen, mein Daumen. Und weil ich immer seinen Daumen eingequetscht habe, habe dann extra bei der nächsten Wehe nicht mehr seinen Daumen in die Hand genommen, weil ich ihm ja auch nicht so wehtun wollte. Und ja, da war er dann auch sehr, sehr dankbar drüber. Aber ja, ich habe wirklich immer seine Hand genommen. Das war so Gold wert, dass er da war. Weil auch wenn er nicht viel gemacht hat, er hat wirklich nichts gesagt. Und er war einfach nur da. Aber es hat so unglaublich geholfen, weil ich wusste einfach, okay, du kannst mit ihm alles machen. Ich hätte ihn schlagen können, das wäre egal gewesen. Und er ist hier nicht sauer, weil er ganz genau weiß, okay, du hast Schmerzen. Und er wollte einfach mir sozusagen helfen und ich hätte einfach alles mit ihm machen können. Hab dann aber immer seine Hand gegriffen, auch wenn er nicht da war, wenn er mal was machen musste von der Hebamme aus, habe ich so einen Griff gehabt an der Seite und dann habe ich den benutzt. War aber nicht so schön wie Felix' Hand natürlich, ne? Und war halt wirklich auch immer froh, wenn Felix an meiner Seite war und ich auch einfach mit ihm sprechen konnte, wenn die Wehe vorbei war. Es gab aber gar keine Momente mehr, wo die Wehen vorbei waren. Ich hatte einfach am Ende, also 19:15 Uhr, 21:15 Uhr hatte ich eigentlich durchgehend eine Wehe. Also ich hatte wirklich keine Pause mehr dazwischen. Und ja, also es war wirklich richtig, richtig heftig. Wir haben eine CTG geschrieben und stimmt, vorher musste ich noch einmal, ungefähr um kurz vor 9, kurz vor 21 Uhr musste ich nochmal zum Ultraschall, genau. Das machen die immer. Damit sie gucken können, wie groß ungefähr das Kind ist, wie schwer das Kind ungefähr wird. Und da wurde sie geschätzt auf 3 Kilo. Genau, geschätzt auf 3 Kilo. Und das war auch richtig schlimm. Auf dem Rücken liegen, sich nicht bewegen und dann Wehen haben.
Der Horror, wirklich. Also wirklich der Horror. Also dieser Ultraschall war wirklich so schlimm. Es war einfach so schlimm. Und ja, wie gesagt, um 21:15 Uhr habe ich Schmerzmittel bekommen. Und das sollte aber erst in 15 Minuten wirken. Also sie meinte denn, das kann sein, es kann ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern, bis das wirkt. Und ich habe nur gehofft, dass diese 15 Minuten so schnell wie möglich vorbeigehen, weil ich hatte wirklich so Schmerzen. Ich habe das echt wirklich, ich habe sowas noch nie gespürt. Ich hatte einen Motorradunfall und ich habe noch nie solche Schmerzen gespürt, wirklich. Niemals hätte ich das für möglich gehalten. Ja, dann ging eigentlich nur 5 Minuten vorbei. Es war 20 nach 9 und ich habe einfach nur zu Felix gesagt, ich glaube, ich kacke hier gleich hin. Und das habe ich wortwörtlich so zu ihm gesagt, ich glaube, ich kacke hier gleich auf den Tisch. Und dann habe ich auch zu der, habe ich der Hebamme gesagt, ist das schlimm, wenn ich hier hinmache? Also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier gleich hinmachen. Und dann hat sie gesagt, wir sprechen da nicht drüber, wenn was passiert, passiert ist. Und dann war aber so der Alarmton für sie, okay, wir müssen jetzt sofort alles fertig machen. Sie hat dann den Geburtstisch vorbereitet und das ist so ein kleiner Schiebetisch gewesen, den hatten sie da. Da hat sie dann so, ja, alles vorbereitet für die Geburt. Ich weiß nicht, was sie da hatten. Irgend so ein Öl, was sie während der Geburt bei mir unten so raufgetan haben. Ich weiß nicht, wofür das war. Ich glaube, damit es einfach besser flutscht. Und halt Schere und alles für die Nabelschnur. Ja, also sie hat dann alles fertig gemacht und ja, wir dachten dann auch immer noch, dass sie einfach am nächsten Morgen kommt. Ja, ich wollte einfach nur noch, dass das Schmerzmittel wirkt und habe eigentlich auf nichts anderes mehr geachtet. Also ich habe wirklich nur meine Venen da veratmet und einfach, mir war einfach alles so scheißegal. Und ungefähr so, ja, 20 nach 9, ja, 25 nach 9 hat sie ungefähr nochmal den Muttermund kontrolliert. Und da hat sie aber auch gesagt, du kannst deine Hose schon mal komplett ausziehen. Habe ich dann auch gemacht, habe meine Hose komplett ausgezogen und sie hat mich dann nochmal untersucht und meinte dann, ja, 10 cm offen, so weit ist der Kopf noch entfernt. Also sie konnte den Kopf wirklich schon spüren. Sie hat wirklich gezeigt, so viel ist der Kopf noch entfernt und ja, es geht jetzt los. Und ja, ich hatte wirklich auch diesen dermaßigen Druck nach unten. Das war, oh, wenn ich das beschreiben könnte, es ist einfach unglaublich. Also es fühlt sich wirklich an, als müsste man kacken. Und es drückt auch so, als würde man gleich einfach auf den Tisch kacken. Aber man tut es nicht. Ja, und dann hat sie die Ärztin geholt. Die war manchmal auch schon mit im Raum, aber halt so einfach so zwischendurch mal. Und sie hat die Ärztin aber dann geholt. Und dann, ja, wurde alles vorbereitet für die Geburt, alles fertig gemacht, Klamotten hingelegt und der Wickeltisch, die Wärmelampe schon angemacht. Und wir dachten, hä, scheiße, es wurde doch gesagt, die kommt erst morgen. Und oh mein Gott, wir sind erst seit 2 Stunden hier und wir wussten einfach gar nicht, was los ist. Und wir waren so überfordert, aber im Endeffekt konnte man auch gar nicht drüber nachdenken, weil man einfach nur noch froh war, dass es gleich vorbei ist. Aber man hat auch nicht da wirklich dran gedacht, dass es gleich vorbei ist, sondern ich war einfach nur damit beschäftigt, diese Wehen zu veratmen und ja, wollte eigentlich nur, dass das scheiß Schmerzmittel wirkt. Und um 10:30, 21:30 hat sie mir das Schmerzmittel wieder weggenommen. Es hat überhaupt gar nicht gewirkt, also ich habe davon nichts gespürt und sie hat auch gesagt, ja, es tut mir leid, kurz bevor es wirkt, muss ich es leider wieder wegnehmen, denn die Presslewehen kommen jetzt. Das habe ich dann auch gespürt. Also ich war da wirklich, saß da, habe Felix gesagt, Felix, hol die Kamera. Schatz, hol die Kamera. Und er hat dann auch die Kamera hingestellt. Und die Hebamme war da, die Ärztin war da. Ich habe mich hingelegt und die Presswehen ging los. Das war ungefähr so 20 vor 9, 20 vor 10 ging ungefähr die Presswehen los. Und die waren dann auch, also die waren einfach erholsam. Also, ich weiß noch, an dem Tag am 12. habe ich einen Livestream von All About Anna geguckt. Und in diesem Livestream haben wir darüber gesprochen,
ja, so Geburt, Geburtsverletzung und ja, wie es so ist und so. Und total verrückt, dass an dem Tag meine Tochter kommt. Da ging es eben auch darum, dass einige Frauen gesagt haben oder geschrieben haben in diesem Livestream, dass die Presswehen erholsam sind. Und ich dachte mir immer, nein, das kann nicht sein. Das ist doch total schmerzhaft und das ist doch, weiß ich nicht, total komisches Gefühl bestimmt. Aber es war wirklich sowas von erholsam. Also diese Presswehen waren gar nichts gegenüber dem vorigen. Also die vorigen Wehen waren einfach so ein Druck. Also Unterleibsschmerzen, das kann man sich nicht vorstellen und du kannst nichts dagegen machen. Und die Presswehen waren einfach, du konntest was machen, du konntest pressen. Und es war einfach so schön. Also ich hatte eigentlich keine Schmerzen bei den Presswehen. Nur, wenn man wirklich, also wenn der Kopf wirklich kam. Also wenn, immer wenn, ja, es hat sich einfach angefühlt, als würde man die ganze Zeit reißen. Und dieses Reißen, das war im Endeffekt eigentlich die Schmerzen. Die Presswehen an sich, ich hatte keine Unterleibsschmerzen mehr. Ich hatte auf einmal keine Symphysenschmerzen mehr. Und dann, ja, habe ich zweimal gepresst. Dreimal gepresst, dann war der Kopf schon da. Und einmal gepresst, dann waren die Schultern da. Und ja, dann war unsere kleine Maus geboren um 21:56 Uhr. Ja, ganze 4 Stunden von Blasensprung und keiner einzigen Wehe zu der Geburt unserer Tochter. Wirklich absolut traumhaft. Also ich hätte mir wirklich niemals vorgestellt, und ich bekomme gerade so Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie die kleine Maus da auf einmal so aus mir rausgekommen ist. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich so eine schöne Geburt haben werde. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, du liegst da bestimmt 30 Stunden und wirst jämmerlich heulen vor Schmerzen. Und dass es im Endeffekt so eine schöne Geburt war oder ist, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Also ich hätte wirklich niemals damit gerechnet. Und es hat einfach alles gepasst. Die Klinik war so toll, die Hebamme war so toll und ja, die Geburt allgemein war einfach so schön. Die Ärztin hat gut mitgespielt und es war einfach alles so passend. Und ja, dann kam die kleine Maus am 12.03.2019 um 21:56 Uhr. Und hat gemessen 50 cm und hat gewogen 3170 Gramm. Also ja, eine gute Größe, eine gute Länge. Und ja, dann habe ich die Kleine natürlich erstmal auf die Brust bekommen. Habe erstmal mein T-Shirt hochgezogen. Ich hatte im Übrigen meine kompletten Sachen an, wie ich eigentlich vorher auch an hatte, als ich losgegangen bin ins Krankenhaus. Also ich habe mich nicht umgezogen oder ausgezogen. Ich hatte mein BH an, ich hatte mein T-Shirt an, ich hatte meine Socken an. Ja, ich habe wirklich nichts. Wir hatten auch gar keine Zeit. Es hat ja niemand gesagt, okay, das geht jetzt los, sondern es war einfach, es geht jetzt los und fertig. Also es war einfach so, es ging so schnell und die Badewanne war nicht mal voll, als die Kleine da war. Also die Badewanne lief immer noch, als die Kleine schon auf der Welt war. Und ich finde das einfach so krass, dass einfach so, selbst die Hebammen haben gedacht, okay, die kommt erst am 13. Und da kommt heute kein Kind. Und dann auf einmal war sie da und es ging einfach alles so schnell. Und im Nachhinein denke ich mir wirklich, okay, du bist gar keine Heulsuse oder Memme, sondern es waren halt wirklich schon die Wehen, die ich als so stark empfunden habe, waren einfach halt schon die Wehen, die wirklich den Muttermund von 3 auf 10 cm gemacht haben. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann gerne noch ein zweites Kind kommen, wenn meine nächste Geburt auch so schön wird. Also, ich hätte mir das wirklich niemals erträumen lassen. Und ich sage wirklich jedem, dass es so eine schöne, traumhafte Geburt war und ich das nie mehr missen möchte. Ich bin so unglaublich froh, dass wir das Ganze gefilmt haben, weil ich schaue mir das seit der Geburt eigentlich fast täglich an. Auch wenn es so ekelhaft aussieht, mit dem ganzen Blut und so, aber es sind so schöne Erinnerungen. Der erste Schrei von der kleinen Maus und wie sie da rauskam und ja, es war so schön, wie Felix die Nabelschnur durchgeschnitten hat. Es waren einfach so schöne Momente dabei und ja, ich hätte am liebsten so den ganzen Tag wirklich so mit einer Kamera, die hinter mir herläuft irgendwie, aber so die Erinnerungen sind einfach auch so schön und ja, ich bin wirklich so froh, dass wir das auf Kamera haben. Ja, nach der Geburt folgt natürlich die Plazenta. Die hat bei mir einige Probleme gemacht, beziehungsweise haben sie damit angefangen,
das zu untersuchen, ungefähr eine halbe Stunde nach der Geburt. Und in der Zeit, in der halben Stunde, lag die kleine Maus halt auf mir und wir haben einfach so die Zeit genossen und die halbe Stunde verflog auch so schnell, also ich weiß bis jetzt noch gar nicht, ob es wirklich eine halbe Stunde war. Es hat sie auf jeden Fall gesagt. Sie kam rein, hat gesagt, ja, jetzt ist eine halbe Stunde vorbei und wir müssen jetzt mal schauen, wann die Plazenta kommt. Und dann hat sie auch schon dran gezogen, also an der Nabelschnur hat sie dran gezogen und hat gesagt, ja, die ist noch zu fest, das wird noch nichts. Und ich habe mir dann schon Sorgen gemacht, weil ja, halbe Stunde und bei meiner Schwester war das so, dass die ja nicht rauskam. Also bei meiner Schwester bei der Entbindung, bei ihrer Entbindung kam die Plazenta einfach nicht und dadurch ist sie fast verblutet. Und ja, ich habe mir dann doch schon ziemlich starke Sorgen gemacht. Und sie meinte dann, sie gibt mir ein Wehentropf, damit ja, die Plazenta rauskommt. Gleichzeitig, also den Tropf habe ich dann bekommen über den Zugang. Und gleichzeitig hat sie mich dann noch akupunktiert. Das waren einfach zwei Akupunkturnadeln am Bauchnabel, so ungefähr so am Bauchnabel. Und das tat auch absolut gar nicht weh. Also das ja, war wirklich gar nichts. Die hingen dann ungefähr 5 Minuten in mir drin, die Nadeln. Und dann hat sie die wieder rausgezogen. Hat dann nochmal kontrolliert und ging immer noch nicht. Ja, dann haben wir ein bisschen gewartet wegen dem Tropf und dann habe ich so heftige Wehen bekommen. Das war wirklich mit den vorigen überhaupt gar nicht zu vergleichen. Die waren wirklich so heftig, dass ich sie wirklich nochmal richtig veratmen musste. Und da brauchten wir dann auch, glaube ich, 3, 4 Stück, bis dann wirklich die Plazenta rauskam. Und ja, die Plazenta an sich war einfach überhaupt nicht schmerzhaft. Das hat man gar nicht gespürt, weil die halt einfach. Ja, so flatterig ist, ne? Kennt man ja. Und ja, also dann kam die Plazenta auch, ungefähr so eine Stunde nach der Geburt. Und dann hat sie die erstmal untersucht und mir auch gezeigt. Und Felix hat sich dabei die ganze Zeit umgedreht, weil er wollte das gar nicht sehen. Aber ich fand es wirklich sehr interessant. Sie hat mir das alles erklärt, wie das alles aussieht und welche Seite dem Baby von dem Baby ist und welche halt an der Wand ist bei mir dran. Und dann war auch die Fruchtblase noch da so dran und alles total interessant. Ein paar Verkalkungen hatte sie bereits, aber überhaupt gar nicht schlimm. Also alles im grünen Bereich und Plazenta sieht super aus. War nur sehr, sehr schwer, sagt die Hebamme. Die Hebamme hat gesagt, alter Verwalter, für so ein Kind, so eine große Plazenta, 800 Gramm waren das, ist oder soll wohl schon richtig viel gewesen sein. Und ja, dann hat sie die eingepackt, weil die haben wir mit nach Hause genommen. Und hat sie dann eingefroren. Ja, und dann habe ich einfach nur noch gefragt, bin ich gerissen? Bin ich gerissen? Bin ich gerissen? Und dann meinte die Ärztin, ja, sie schaut jetzt mal und hat dann das Licht angemacht und die hatten so eine Art OP-Lampe oben. Hat dann das Licht angemacht und hat gesagt, ja, der Damm sieht gut aus, absolut keine Verletzung, aber sie sind an der Scheide gerissen. So, und dann habe ich nur gedacht, scheiße. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ziemlich doll, also so ein Stückchen in der Scheide und dann die von mir aus gesehen rechte innere Schamlippe und Harnröhreneingang und Klitoris. Und ich habe mir das einfach nur so vorgestellt und dachte wirklich, okay, die Hälfte deiner Vagina ist einfach komplett zerfetzt. Und dann hat die Ärztin gesagt, ja, das kommt, weil die Kleine ihre Hände so um die Schultern hatte. Und also sie kam wirklich so mit gekreuzten Händen auf die Welt und dadurch sind wir gerissen, weil sie einfach zu viel Platz brauchte für ihre Schultern. Und deswegen sind wir im Endeffekt sehr, sehr doll gerissen. Das wurde dann direkt genäht. Währenddessen wurde die U1 gemacht. Also da hat dann Felix mit der Hebamme die U1 gemacht. Also die Kleine wurde mir weggenommen. Und dann haben sie einfach so gegenüber am Wickeltisch die U1 gemacht. Und Felix war dann aber noch, als ich betäubt wurde unten, war er noch bei mir. Weil das waren solche Schmerzen. Oh mein Gott. Sie hat halt wirklich mit einer Nadel, also mit einer Spritze, mit Betäubungsmittel, wirklich halt die ganze Zeit mehrfach in mich untenrum einstechen müssen, überall, weil sie musste da halt den Bereich betäuben, sozusagen. Und das tat so weh,
Also ich habe wirklich richtig geschrien. Ich habe bei der ganzen Geburt überhaupt nicht geschrien. Ich habe keinen Laut von mir gegeben. Ich habe einfach nur doll geatmet. Aber da habe ich wirklich richtig geschrien. Ich habe gesagt, Scheiße, hör auf damit. Und die Ärzte hat auch gesagt, sie dürfen mich jetzt ruhig hassen, das ist absolut kein Problem. Und ich habe wirklich die ganze Zeit geflucht. Ich habe gesagt, ach, ey, es kommt kein neues Kind und nie wieder und lass die Scheiße sein. Ich habe wirklich richtig geflucht. Und da war dann Felix noch eine Zeit bei mir und dann, als die den letzten Stich in meiner Klitoris gemacht hat, Alter Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, habe ich dann gesagt, okay Schatz, geh zu der Kleinen, die Kleine braucht dich, weil die Hebamme eben mit der Kleinen da alleine war und ich wollte eben, dass Felix diese Momente einfach mit der Kleinen hat. Und ja, das Nähen an sich hat am Ende gar nicht mehr wehgetan. Also das war einfach so betäubt da unten, dass ich das überhaupt nicht gespürt habe. Man hat mal gespürt, wenn der Faden durchgezogen wurde, aber nicht als Schmerz, sondern einfach halt so ein Gefühl. Und sonst hat es überhaupt nicht wehgetan. Es hat relativ lang gedauert, eine halbe Stunde ungefähr wurde ich genäht. Und in der Zeit wurde eben die U1 gemacht und Felix hat oberkörperfrei mit der Kleinen gekuschelt. Die Kleine war die ganze Zeit nackig, nur mit Windel. Und genau, dann haben die noch Fotos gemacht und Fußabdrücke und also wirklich das komplette Paket. Und dann hat Felix eben die restliche Zeit, wo ich genäht wurde, mit der Kleinen gekuschelt. Das fand ich auch total schön, dass die beiden eben nochmal so einen Moment haben. Und dann habe ich die Kleine wiederbekommen, beziehungsweise haben wir dann, das wurde uns dann das Bett gebracht. Also mein Stationsbett sozusagen wurde dann reingeschoben und ich wurde sauber gemacht unten rum. Also ich wurde einmal komplett gewaschen von der Ärztin und dann wurde ich, oder ich habe mich selber ausgezogen, also weil ich einfach irgendwann gesagt habe, Schatz, ich muss mein T-Shirt ausziehen und weil ich für die Kleine einfach alles frei haben wollte und habe mich dann einfach ausgezogen und dann hat die Hebamme noch meine Socken ausgezogen, weil die wohl dreckig waren, hat sie gesagt. Und dann wurde ich fast getragen ins Bett, weil man soll sich ja nicht so bauchmuskelmäßig anstrengen und so. Und ja, dann saß ich da im Bett, habe dann auch direkt so ein Netzschlüpfer anbekommen mit Vorlagen. Und ja, dann hat die Hebamme mir noch meine Tasche gebracht, damit ich mir was obenrum anziehen kann, damit wir eben dann gleich durchs Krankenhaus fahren können und dann auf die Wöchnerinnenstation. Und dann habe ich mir so ein Stich-Shirt hier geschnappt, hatte ich extra in meiner Kreißsaaltasche drin und habe das angezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, Hose und Socken und so brauche ich alles gar nicht. Mir reicht das jetzt und dann ist gut. Habe aber das Hemd direkt wieder aufgeknöpft und lag da eigentlich komplett wieder nackt, weil ich die Kleine dann das erste Mal gestillt habe. Und dann hat Felix mir auch die Kleine gebracht und gegeben. Und dann habe ich sie das erste Mal gestillt und es hat direkt so toll funktioniert. Also die Kleine hat das so toll gemacht direkt und ja, dann wurden wir erstmal so ungefähr 1,5 Stunden wieder allein gelassen und dann ja, saß Felix links neben mir, ich lag im Bett und habe die Kleine eben gestillt, mal rechts, mal links, immer abwechselnd und dann wurden wir ja, um halb zwei wurden wir dann in das Zimmer gefahren auf die wöchentliche Station. Da kam dann die Ärztin oder die Krankenschwester, genau, die uns dann da hingefahren hat oder mich hingefahren hat und Felix hat die Sachen getragen. Ja, und das war dann im Endeffekt auch alles. Wir waren dann ungefähr um zwei auf dem Zimmer, also ja, so viertel vor zwei waren wir auf dem Zimmer und haben uns halt so ein bisschen grob eingerichtet und ich bin dann nochmal auf die Toilette gegangen das erste Mal ungefähr so um halb drei und ja, da sollte ich die Schwester für rufen, weil das erste Mal aufstehen wegen Kreislauf und so sollte wohl die Schwester dabei sein und das hat auch alles ganz gut geklappt. Also Kreislaufprobleme hatte ich gar nicht. Es war nur sehr, sehr komisch zu laufen wieder, also allein durch die Naht und so alles ganz, ganz komisch und ja, Schmerzen hatte ich natürlich auch. Also die Nachwehen waren schon richtig, richtig heftig, wo ich dann auch Schmerzmittel bekommen habe später. Aber dazu erzähle ich in dem Wochenbettvideo etwas. Aber das Wochenbett genießen wir ja noch, ne? Und da kommt dann nochmal ein Video, wo ich wirklich sehr unverschönt über das Wochenbett spreche. Aber ich möchte das auch, weil ich das total wichtig finde. So ein Wochenbett ist nun mal da, wenn du
ein Kind bekommen hast, gibt es das Wochenbett nun mal und man muss da durch sozusagen. Und ich denke, ja, für einige ist es vielleicht ganz hilfreich, für andere verstörend. Aber jetzt hoffe ich euch einfach, der Geburtsbericht hat euch gefallen. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen. Wie gesagt, der Rest kommt dann sozusagen in dem Wochenbettvideo. Ich habe wieder total Gänsehaut, weil ich einfach so geflasht bin von dieser Geburt. Und ich habe mich so gefreut, dieses Video zu drehen, weil ich einfach nochmal über diese Geburt sprechen wollte. Und ich könnte einfach den ganzen Tag drüber sprechen, weil diese Geburt war wirklich einfach traumhaft. Wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, mit 18 so eine traumhafte Geburt nach einer traumhaften Schwangerschaft zu haben und dann ein traumhaftes Baby auf dem Arm zu halten, ist einfach unfassbar. Ich könnte schon wieder heulen, aber Leute, ich verschone euch damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wirklich, lasst eure Meinung mal da. Schreibt vielleicht, wie eure Geburt war. Ich lese mir das total gerne durch. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen, wie gesagt. Einen ganz, ganz wunderbaren Tag wünsche ich euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!